Yo, hey, hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon VGC Wi-Fi Battle Video hier auf meinem Kanal. Heute springen wir wieder in den Rangkampf rein, suchen auch direkt schon mal nach einem Gegner und wir spielen das gleiche Team wie das, was wir in der letzten Episode gespielt haben. Mein eigenes random zusammengewürfeltes Team aus den paar Pokémon, die ich Battle Ready in meiner Box hatte. Das ist das Team hier, Glurak, Katapultra, Wulaussu, also Urshifu, Alola Vulnona, Turtok und Togekiss. Springen damit direkt mal rein. Eine Sache, die ich sagen möchte, ist, ihr seht gerade meine Win-zu-Niederlagen-Ratio. Das liegt daran, weil ich die letzten Tage versucht habe aufzunehmen, aber mein Internet die letzten Tage weak war, also immer abgestürzt ist oder super viel Slowdown hatte. Und deswegen bin ich einige Male beim Aufnehmen deceived worden, bis ich irgendwann dann am Ende gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich nehme jetzt erstmal nicht auf. Ich hatte noch ein paar Videos halt vorher aufgenommen. Am 1. zum Beispiel kam ja die Folge, die vor 2 Tagen kam. Und ich habe dann halt gesagt, okay, egal was oder... Doch, vor 2 Tagen. Stimmt das? Müsste ungefähr stimmen. Und ich habe dann halt einige Niederlagen kassiert und bin gleichzeitig auch hingegangen, habe dann gesagt, okay, dann mache ich halt eine RC-Folge, kein Wi-Fi-Video dazu und muss halt einen Tag lang chillen. Ich habe mich mittlerweile mit meinem Provider zusammengesetzt, habe den angerufen, mich beschwert und mittlerweile sollte es hoffentlich wieder gehen mit dem Internet. Ich hoffe, dass wir in dieser Aufnahmesession hier nicht DC'en. Wir haben da ein Dracovish, wir haben Rotom Heat, wir haben... das ist ein Zombiris, wahrscheinlich sogar vielleicht ein Dracovish-Zombiris-Kombo mit Verlangsamung oder wie das heißt. Und dann dem Dracovish das First Attack und Damage macht. Dann haben wir hier noch Koparaja, wir haben Gardasmogmog und ein Krebutax. Ich würde sagen, wir leaden hier einfach mal Katapultra. Und ich würde sagen, wir leaden hier... Es ist schwer zu sagen. Togekiss vielleicht als Lead dazu, falls er Dracovish und Zombiris leadet. Das könnte relativ solide sein. Kann sein, dass wir Togekiss dann instant Turn 1 verlieren. Aber zumindest können wir das Katapultra one-shotten. Je nachdem, wie unser Gegner spielt. Außerdem bringe ich hier mit gegen das gegnerische Team. Ich würde sagen, auch noch Vulnona vielleicht. Ist eigentlich ein ganz gutes Mon hier gerade. Wobei, I don't know. Wir bringen auf jeden Fall noch Wulaussu mit. Und dann sind wir eigentlich schon good to go, würde ich behaupten. Haben wir was gegen den Steel-Type? Wir haben was gegen den Ghost-Type? Ja, wir sind eigentlich relativ Gucci so. Ich würde auch sagen, natürlich ist der typische Togekiss-Katapultra-Lead mal wieder der Last Meter auch sehr viel gespielt worden ist, oder was will man machen. Und apropos, wo ich gerade vom Thema Meta rede, in den paar Spielen, die ich gespielt habe und wo ich deceived worden bin, habe ich trotzdem einiges Neues gesehen. Und die neue Meta ist super interessant. Ich bin richtig gehypt, in der neuen Meta Pokémon zu spielen. Allerdings, Leute, ich muss zugeben, dass ich ordentlich außer Übung bin. Ich habe ja persönlich erst seit Schwert und Schild wieder VGC oder generell Competitive Pokémon gespielt. Ich mache ja direkt mal einen auf Dynamax, Dynavurm und baller die Attacke auf das Dracovish. Und mach dann hier einen auf Spotlight nebenbei. Wahrscheinlich hat mein Gegner erwartet, dass ich Togekiss leade und will mit Koparaja eine Attacke ins Togekiss ballern und das Dracovish eventuell ausswappen. Aber was kann er reinholen? Hat er irgendwas, was immun gegenüber einer Drachenattacke ist? I don't think so. Alles, was wir treffen, hittet zumindest neutral, glaube ich, außer halt Koparaja. Und das wird kein Ally-Switch hier haben in der Kombination. Von daher sind wir relativ Gucci. Oder hat er irgendwas? Oh, er hat Weezing. Ich habe ganz vergessen, dass Weezing ja jetzt ein Fairy-Type ist und kein Gift-Typ. In dem Sinne. Oh, das ist schlecht, Mann. Jetzt hitten wir natürlich keine Attacke. Und wir verlieren Togekiss for free. Ah, das war so ein Missplay, Mann. Guter Play von meinem Gegner auch. Er hat mich gereadet wie ein Book, Mann. Aber was ich sagen wollte, die neue Meta ist halt super, super interesting. Super cool, cool auch. Eine Sache, die mich nur so ein bisschen, sag ich mal, schockt, ist die Tatsache, dass ich halt, wie gesagt, keine Ahnung habe, was gespielt wird. Ich habe halt Ultrasonne, Ultramond, Mond und Sonne davor und auch den Ende oder das Ende von Oras nicht aktiv VGC gespielt. Ich kenne viele Pokémon nicht. Ich kenne deren Speed-Stats, deren Special-Attack-Stats, deren Verteidigungs-Stats nicht. Ich kenne deren Moves-Pool nicht. Vor allen Dingen, weil die Moves-Pools sich ja auch über die Generation verändert haben. Und bei manchen Pokémon muss ich halt auf die schmerzhafte Art und Weise lernen, was es mit denen auf sich hat. Giga-Stahlschlag, wir sind dead. Feels bad, man. Ja, bei manchen Pokémon werde ich halt, wie gesagt, lernen müssen auf die schmerzhafte Tour mit ein paar Looses und sehr harten Kämpfen, was ich zu erwarten habe.
Goddammit. Ich kann jetzt nicht den hier reinholen, solange der Gegner Gedynamax ist, killen wir nichts. Das ist super schlecht für uns hier gerade. Wenn ich Volona reinhole, Volona geht halt auch sofort platzen. Kann jetzt halt nur den Aurora Well setzen und hoffen, dass wir dadurch tanky werden. Fuck, man, diese spitzen Splitterdinger. Hab ich ganz vergessen, wenn man reinswappt, dass man davon so viel Damage nimmt. Ich hatte die Hoffnung, dass wir eventuell eine Turn-Bonus kriegen. Aufgrund der Tatsache, weil wir unsere Sash haben, aber anscheinend ja nicht, Mann. Ich glaube, den ersten Kampf verlieren wir hardcore. Ich meine, wir gehen jetzt zumindest mal aufs Weezing, versuchen das Ding hier so ein bisschen zu massakrieren. Es überlebt ganz knapp. Unlucky. Aurora Schleier kommt zumindest durch. Wir werden ein bisschen tankiger auf unserem Wudasu später und auch unserem Katapultra. Gucken, ob das was bringt. 33% Damage ist eine Menge, wenn wir die weniger taken. Hier geht wohl nur noch down, daran kann ich nicht viel ändern. Und der gegnerische Caporaja-Slot geht jetzt halt voll Power in meinen Katapultra rein, ne? Sollten wir aber tanken. Jawoll. Was haben wir für Optionen? Wir können hiermit auf jeden Fall Weezing ausnocken. Senken dann auch nochmal Caporajas Defense und haben dann hier nur Nahkampf. Wir müssten All-In gehen. Und hoffen, dass wir killen, aber wir killen kein Dynamax Caporaja. Bin ich mir relativ sicher. Wenn wir killen sollten, dann ärgere ich mich, Vonona weggeschmissen zu haben, wenn ich ehrlich bin. I don't know. Alles so Sache, die wir testen müssen gerade. Aber eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, Freunde, ist die neuen Dojo-Moves. Die neuen Dojo-Moves sind ja mal so broken, bonkers, overpowered, so crazy, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil die einfach so gut sind, dass sie traditionelle Moves zum Beispiel ersetzen. Zum Beispiel Indeedi oder auch Simsala würden standardmäßig... Oh, wir hätten gekillt. Fuck, das ist unlucky. Ah, ich habe mein Volona gewastet für nichts und wieder nichts. Immerhin haben wir den Aurora Veil, aber okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, die Dojo-Moves. Zum Beispiel Simsala oder auch Indeedi würden ja hauptsächlich Psychokinese spielen. Das neue Expanding Force ist so fucking stark, dass es die ganzen traditionellen Moves ablöst, unter anderem. Und man damit auch noch beide gegnerische Slots im VGC trifft. Es kann halt nicht sein, dass eine Psycho-Attacke über 50% Damage auf einem tanky Togekiss macht. Aber was will man machen? I don't know. Ist halt weird, meiner Meinung nach. So, wir sollten aber schneller sein als Dracovic. Wir sind Max-Speed-Katapultra. Und ich mache dann nochmal einen Finstertreffer hinterher. Auch auf Dracovic, um auf Nummer sicher zu gehen. Und wenn Dracovic down geht, können wir danach den Attack automatisch in Rotom reinschießen, ist ja ganz klar. Ist überlebt, okay. Ist ein bisschen Schaden noch auf Rotom, kann ich mit leben. Teambiss kommt raus. Überleben wir das? Nein, wir überleben nicht. Shit. Er Volt wechselt. Den überleben wir. Jetzt ist die große Frage, hat das Rotom keinen anderen Move mehr? Ich glaube, wenn ich Rotom angreife, geht Dracovic mit down. Das Ding hat eine Berry, das ist nicht gut für uns. So, du bist dead. Sehr schön. Jetzt ist die große Frage. Wir überleben den Volt Switch nicht. Oder den Hitzekoller oder was auch immer. Schade, Mann. Wir hätten den Kampf fast gewonnen. Hätte ich wohl nur noch nicht so gewastet.
Dann hätten wir ein ganzes Mon mehr gehabt, was sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger hätte überleben können. Und mit dem Bonus-Damage von Vulnona, mit einem Mondgewalt oder so, hätten wir auf jeden Fall gewinnen können. Das war ein richtig knappes Match. Richtig, richtig knapp. Aber okay, wir suchen direkt nochmal nach einem neuen Gegner. Hoffen, dass wir uns besser anstellen dann nächste Runde. Ich hätte echt nicht erwartet, dass Bulaosun Gigantamax Copperajah one-shotten kann. Ich unterschätze das Pokémon manchmal ein bisschen. Und manchmal überschätze ich es aber auch ein kleines bisschen, weil das Pokémon super, super stark ist, aber ich denke manchmal, es ist stärker, als es wirklich ist, und manchmal denke ich, es ist schwächer, als es ist. Ich habe einfach noch nicht genug Erfahrung mit dem Mon. Was ich aber noch sagen wollte zu den Doji-Moves ist, manche davon sind halt wirklich richtig, richtig stark und die werden die Meta auf jeden Fall verändern und ich werde es auf jeden Fall genießen, die auszuprobieren und zu sehen. Was ich aber schade finde, ist, dass manche so gut davon sind, dass sie die Meta komplett definieren und es keine Alternativen dann mehr gibt. Und ich finde es halt crazy, dass Game Freak einfach mal so gute Moves ins Spiel reingebracht hat, die man jahrelang eigentlich mehr oder weniger sich schon fast gewünscht hat, aber nicht bekommen hat. Was halt weird ist für mich auch meiner Meinung nach. Zum Beispiel Gortrom mit der Grass Priority Attacke, die einfach mal, ich glaube, 70 Base Power hat und Priority ist, was crazy ist. Plus Step auf einem Gortrom. Und Gortrom kann auch noch die Fähigkeit dafür, um die zu benutzen, automatisch selbst setzen. Was halt crazy ist, aber okay. Ich würde sagen, was bringen wir hier mit? Kleines Problemchen. Er hat halt auch die Fairies am Start, ne? Wir bringen mal Wolaosu mit. Ich glaube, ich leade dazu mit Togekiss. Oh, er hat ein sehr interessantes Team, muss ich ja schon sagen. Oder sie, Penelope. Ich glaube, ich bringe Glurak mit. Glurak ist hier ein relativ dezentes Mon. Wolaosu ist hier gerade einer unserer dicksten Wincons, wenn ich ehrlich bin. Bring Katapultra noch mit. Die Frage ist, wollen wir Vulnona dabei haben? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht lieber sogar als Glurak. I don't know. Ich weiß nicht, was der Gegner hier überhaupt für Plays geplant hat. Indeedi ist einfach nur ein Supporter in dem Team, wie ich es sehe. Ich will nicht über den Turtok mitbringen. Wir haben drei Pokémon im Gegnerteam, die gut auf Turtok sind. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt bin ich mir ganz unsicher gerade, was ich mit meinem Team hier machen soll. Aber ich glaube, dass Wolaosu selbst die Fairies mit einer rechten Hand von Togekiss und einem... mit einem Gift-Typ one-shotten kann. Ey, Penelope hat ein cooles Outfit, auf der Trainer-Card zumindest. Ein bisschen viele Farben zusammengewürfelt, wenn du mich fragst, aber trotzdem sieht's ganz cool aus. Und ist sogar ein Breeder mit den perfekten Bällen für ihre Mons. I respect that. Ist ein guter Lead meines Gegners. Psycho-Erzeuger macht natürlich jetzt hier eine Menge Pressure. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Starmie, welches halt super viele Coverage-Moves hat. Und unter anderem auch einen eventuellen Donnerblitz hat für mein, Togekiss. Starmie ist auch relativ schnell, wenn ich mich nicht täusche. Und hat solide Special Attack. Ist nicht wirklich ein Breaker, aber ist trotzdem auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und machen trotzdem hier einen auf Spotlight? Weiß nicht, das Indeedi, ist das vielleicht irgendwas, was uns nervt, was uns gefährlich wird? Aber ich glaube, ich muss zuerst auf das Starmie gehen, weil ich ansonsten eventuell meinen Togekiss verliere. Ich mache einfach meinen Luftschnitt auf Indeedi. Ich glaube, das Starmie outspeeden wir und one-shotten wir. Indeedi macht Spotlight, okay, das heißt, wir müssen Indeedi angreifen. Das ist ein bisschen unlucky. Starmie outspeedet uns sogar, okay. Das ist also so schnell, unerwartet schnell. Winzer Treffer kommt raus. Connected. Und killt Indeedi, sehr schön. Crit-Garantie, logischerweise, ne? Dank der Attacke. Luftschnitt kommt auch noch raus, macht ein bisschen Damage, falls das Ding gesasht sein sollte. Weil ich weiß, Starmies sind sehr gerne gesasht. Ist jetzt auf jeden Fall der Sash auch weg. Starmies sind sehr oft gesasht oder mit der Wahlbrille unterwegs, soweit ich das in Erinnerung habe. Wigglytuff. Was ich jetzt hier mache, ist, ich glaube, ich gehe hier für die Attacke auf Starmie. Weil, jetzt kommt das große Weil, Starmie uns outspeedet und weil Starmie eine Menge Damage macht. Wobei Wigglytuff wahrscheinlich jetzt hier Dazzling Gleam drückt und uns killt. Ich glaube, ich gehe lieber mit dem Gift-Heap auf das Wigglytuff. Muss aber leider hier spotlighten. Um Starmies Attacke abzufangen. Das kleine Problem hier ist gerade, Wigglytuff wird vielleicht den Gift-Typ überleben. Oder ich glaube sogar sehr wahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und Wigglytuff würde hier aber Dazzling Gleam drücken. Oh, das war ein Crit, unlucky, Mann. Crit plus Burn! Double unlucky, Mann.
Bin ein bisschen mad gerade. Es überlebt. Ja, ich wusste, ich brauche die rechte Hand. Konnte ich aber nicht machen, weil das Dummy uns outspeedet hätte. Und ich wusste, es hat die Attacke, die uns killt. Deswegen wollte ich zuerst das Wigglytuff killen. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, das Ding zu killen, wären wir jetzt Gucci gewesen hier. Aufgrund der Tatsache, weil wir dann nächste Runde wieder Spotlight und Stami hätten killen können. Wir sitzen hier so gerade so ein bisschen in einer dummen Situation. Ich hätte Stami vielleicht rausnehmen sollen, anstatt zu versuchen, beide gegnerischen Monster ein bisschen rauszunehmen. Ich wusste, dass das hier am Ende des Tages passieren wird, mehr oder weniger. Jetzt habe ich noch Glurak dabei und Katapuldra. Und ich glaube, ich Dynamaxe Katapuldra. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und deiner Schwarm. Ah, Wigglytuff ist nicht so schnell, ne? Special Attack, ja, ist nice. Okay, wir deiner Schwarm, das Stami, wir sind auf jeden Fall schneller. I don't give a shit. Und wir klicken Luftschnitt auf Wigglytuff. Und ich muss hier auch Dynamaxen, weil ich ansonsten so viel Damage von dem Fame-Move von Wigglytuff kriege, falls das Wigglytuff mich outspeedet. Und da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob es mich outspeedet oder nicht. Auf meinem Togekiss, meine ich. Ich kenne die Stats nicht. Wigglytuff nie gesehen. Ich meine, ja, ich hab's schon mal gesehen, auch in Competitive, aber drüber gerutscht halt und kaputt geschlagen mit 2 Hits und dann war immer gut. Musste mir da nie wirklich Gedanken drüber machen. Deiner Schwarm kommt raus, connected mit Stami, Stami geht down. Easy. Und die Special Attack von dem Wigglytuff geht auch runter, deswegen habe ich auch Schwarm gedrückt unter anderem. Einfach nur, damit das Ding uns weniger Damage macht nochmal. Es hat Unbeugsamkeit, what the fuck? Seht ihr, genau das meinte ich mit Gimmicks. Ich kenne die ganzen Gimmicks nicht, ich weiß nicht, was die Pokémon können. Und jetzt kriegen wir eine +2 Attacke von dem Ding gedrückt. Nevermind, wir outspeeden und wir killen. Oh, danke Togekiss. Oh mein Gott, du bist mein Lebensretter. Wir hätten hier wahrscheinlich sogar Katapultra verloren. Ich weiß, die Stats von Wigglytuff sind nicht super, super stark, aber ein +2-Hit, sehr effektiv. Stab auf einen Drachen, der dünn wie Papier Defensiven hat, hätte ich nicht sehen wollen. Das wäre nasty gewesen. Okay, wir haben hier deiner Spuk für Dedenne. Wir haben hier Zauberschein. Wobei, ja doch, Zauberschein, das Ding könnte auch gesächt sein als Supporter. Interessant, dass er ein Support-Pokémon mitgebracht hat, aber das Support-Pokémon als letztes Pokémon im Team behalten hat. Ich meine, es ist mir in der Episode auch schon mal passiert, weil ich keinen früheren Switch-In gesehen habe. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem immer dumm, wenn man schon einen Supporter dabei hat, den nicht als zweites rauszuschicken oder damit zu leaden. So, 1-1 diese Episode. Ein Lose, ein Win. Ich bin vollkommen zufrieden damit, wenn ich bedenke, dass das hier kein kompetitives Team ist. Wie ihr alle wisst, das ist ein random zusammengewürfeltes Team aus random Pokémon, welches aus meinen einzelnen paar Pokémon besteht, die ich Battle Ready habe. Und ich muss sagen, das Team ist gar nicht mal so bad. Man muss lernen, mit den Pokémon umzugehen und man muss wissen, dass seine Pokémon, so wie Alola Vulnona zum Beispiel, zweitklassige Pokémon sind, die nicht ganz so viel Damage machen wie andere Mons und nicht ganz so speedy sind wie andere Mons. Aber es sind trotzdem keine schlechten Mons und die sind sehr situationsabhängig, situational. Wie sagt man das Wort? I don't know. Zu verwenden. Ich habe da gerade übelst den Brain-Lag, wenn ich ehrlich bin. Aber auch wenn das kein super optimiertes Team ist, kann es halt trotzdem einiges an Schaden anrichten. Und das kriegen wir hier immer wieder vorgeführt. Ich versuche jetzt natürlich noch, den nächsten Kampf zu gewinnen, sodass wir 2-1 gehen diese Episode. Das wäre ein Träumchen. Vorausgesetzt, wir finden den Gegner. Komm schon, Nintendo, Game Freak, Pokémon Company. Es ist Prime Time. Und es ist Wochenende. Wollt mir nicht erzählen, dass gerade keiner spielt. Vor allen Dingen, ich zahle extra, endlich wollte ich gerade sagen, ich zahle extra Gebühren, um monatlich online spielen zu können. Und ihr wollt mir erzählen, es spielt kein Schwanz. Sehr, sehr Gegner, kompetitives, starkes Gegnerteam. Wir haben Cinderace, was ein großes Problem ist. Wir haben Despota. Wir haben Gastrodon, großes Problem, Pokémon. Wir haben, lass mich überlegen, Sylveon, genau, Felinara auf Deutsch, Mimikma. Und wir haben ein Amoongus, ein
Pilz. Ha. Ja. Was können wir machen? Katapultra ist hier relativ solide. Katapultra killt eventuell Cinderace. Katapultra ist around-technisch Damage gut gegen Gastrodon, es sei denn, das Ding ist ein Ice Beam Gastrodon, was selten gespielt wird. Die meisten spielen Genesung, Ganner, Earth Power und Siedewasser. Dann haben wir das Tyranitar, wir haben Felinara, was uns gefährlich wird, Mimikma, was uns gefährlich wird. Und Katapultra kann aber auch den Pilz relativ gut ausschalten. Ich bin gerade so ein bisschen lost hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Wulaosu noch nie ausprobiert gegenüber Cinderace, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Wulaosu könnte hier ein solider Lead sein, es sei denn, er leadet, aber er könnte Mimikma und Felinara leaden, nevermind. Wenn ich mit Turtok leade, switcht er einfach Gastrodon rein, wir sind auch am Arsch. Okay, das sieht hier alles gerade nicht so gut aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich leade einfach mal Katapultra, Togekiss, bring Bulnona im Back und Wulaosu im Back. Ein bisschen schade, dass wir Turtok so wenig verwenden. Und Glurak ist mehr oder weniger dead in dem Team. Ich benutze Glurak gar nicht. Liegt aber an der Wahlbrille. Ich muss dem unbedingt das Item abnehmen. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Erstens hat mein Glurak Protect, was es nie benutzt, außer es Dynamaxed. Und dann kommt auch noch dazu, dass mein Glurak eigentlich ein Gigantamax Glurak ist und davon profitieren soll, aber das Item auf dem Glurak total nutzlos ist, weil Wahl-Items nicht funktionieren, wenn man gedynamaxed ist oder gegigert ist. Wir haben hier Amoongus als Lead, als Bonus zu dem Cinderace. Ich würde sagen, wir drücken hier direkt den Dynamax. Deiner Wurm könnten wir drücken. Mal ganz kurz was checken. Senkt den Angriff, was gut ist gegen Cinderace. Senkt die Verteidigung, was auch gut wäre gegen Cinderace. Und den Spezialangriff. Okay, wir drücken hier Deiner Wurm. Wobei, er könnte rauswitchen zu einer Fairy, ne? Ich glaube, wir klicken einfach mal Deiner Spuk. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Fairy dabei hat? Er wird hier Rage Powder drücken. Oder Rage Powder. Weil damit der Attack auf Amoongus geht. Und Cinderace for free attacken kann. Ich klicke einfach die Drachenattacke. Wenn er jetzt auswechselt, ist er ein Gott. Und ich klicke hier Spotlight. Wenn er auswechselt zu einer Fee, ist er einfach ein Gott. Keine Diskussion. Er wird Rage Powder drücken. Er wird Rage Powder drücken. Er will nicht, dass ich ihn outspeede auf Cinderace und Cinderace angreife und Cinderace one-shotte. Er wird Rage Powder drücken. 100 pro. Wir spotlighten, sehr schön. Optimal. Mülltreffer. Er hat nicht mal gedynamaxed. Wir überleben ganz knapp, Gott sei Dank. Er hat kein Rage Powder gedrückt. Und er hat nicht gedynamaxed. Ich hätte das Ding one-shotten können. Was macht das Amoongus denn jetzt? Pilzspore. Okay. Auf Togekiss. Und wir schlafen. Wegen dem Spotlight auf Togekiss. Macht Sinn. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf Cinderace? Und die Frage ist, wie zur Hölle hat mich das Cinderace outspeedet? Ist das Ding gechoiced? Choice Scarf? Er kann jetzt halt auf Katapultra gehen. Wenn er gechoiced scarft ist, muss er bei Mülltreffer bleiben. Problem ist, er weiß, dass ich eine Drachenattacke spamme und kann ausswappen. Ich mach Deiner Spuk auf Cinderace. Aber dann schlafe ich nächste Runde ein, wenn ich Amoongus nicht kille. Dann verliere ich eine Turn-Attack auf meinem... Ich muss Amoongus killen. Und ich klicke hier einfach mal Spotlight. Togekiss schläft. Das ist unlucky hier gerade. Der Gegner spielt komplett anders, als ich gedacht habe. Aber er benutzt nochmal Mülltreffer. Ich gehe davon aus, dass der Gegner hier gerade wirklich gechoiced ist. Choice Scarf. Amoongus geht down. Das heißt, wir werden hier nicht eingeschläfert.
Als der nervigste Support-Monster dieser Meta ist damit dead, Verteidigung wird reduziert und Attack ist einmal reduziert vom Cinderace. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Gegner Cinderace Dynamaxen will, wenn mein Gegner hier gerade hingeht und ein Choice Cinderace spielt. Ist aber auch nicht schlecht, ne? Damit outspeedet man alles, weil Cinderace Speedset ist einfach crazy. Damit outspeedet man so gut wie alles und kriegt halt den Step-Bonus. Muss ich ja sagen, ist nicht bad. Deiner Birm vielleicht auf Cinderace oder deiner Spuk. Sylveon wird mich auf jeden Fall auf Katapultra massakrieren. Ich glaube aber nicht, dass ich Sylveon ausschalten kann mit einem Hit. Aber vielleicht mit zwei Hits. Wenn das Ding wirklich gescarft ist, muss ich mir keine Gedanken um das Cinderace machen, glaube ich. Es spammt weiterhin Mülltreffer. Sehr effektiv, aber wir sind gesasht. Und wir sollten das Sylveon outspeeden. Vulnona ist nämlich ganz schön schnell unterwegs. Schade, wir gehen hier down an dem Gift. Das ist unlucky. Oh, wir one-shotten sogar. Jetzt ist ärgerlich, dass ich nicht eventuell Aurora Veil gesetzt habe gegenüber dem Cinderace. Weil wir hätten die Tankiness wirklich brauchen können. Immerhin treffen wir den Gegner für ein bisschen Damage. Auch wenn es resisted ist, weil er ja Gift-Typ ist. Dass wir jetzt down gehen, ist unlucky. Hätte lieber noch eine Attacke vom gegnerischen Cinderace auf mein Vulnona verschwendet. Mein Gegner hat immer noch nicht gedynamaxed, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier vorsichtig sein und gucken, was der Gegner macht. Und wenn er irgendwas Tankiges hat, was dynamaxed, verlieren wir hier wahrscheinlich. Weil wir jetzt keinen Damage mehr haben, um durch den Dynamax durchzubrechen. Sandsturm kommt auch auf, das heißt, mein Hagel ist auch weg. Ist egal eigentlich im Großen und Ganzen. Das erhöht nur Tyranitars Special Defense. Normale Defense glaube ich nicht. Wir haben Kehrtwende. Ist jetzt leider natürlich nicht mehr so mächtig. Und wir haben das hier, was neutral ist. Zumindest auf Cinderace. Wir können das hier klicken, damit outspeeden wir Tyranitar. Das Problem ist, Tyranitar wird Weakness Policy runnen. Jetzt ist die große Frage. Wie viel kann Wulaozu tanken? Muss ich das Tyranitar gerade fokussen und killen oder muss ich das nicht fokussen? Ich hab keinen Plan. All in, Baby! All in, Baby! All in, Baby! All in, Baby! Ich hab keine Ahnung, das ist gerade eine Sache, die ich einfach erfahren muss, testen muss. Ich muss einfach ausprobieren, wie stark Wulaozu gegenüber Dynamax Tyranitar ist. Das ist eine Sache, die ich einfach nicht weiß. Und weil ich es nicht weiß, kann uns das jetzt wieder Spiel kosten. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt einmal mache und in der Zukunft dann nicht wieder verkacke. Man lernt es, versteht es und dann ist gut. Das denken wir easy. Natürlich kriegt ihr das Poison, unlucky as fuck. Die machen ein bisschen Damage. Das war sogar ein Crit. Okay, das ist nicht so viel, wie ich dachte. Aber Cinderace geht down. Sehr schön. Das war schon mal gut calculated von mir. Das Gute ist, er kann nur... Das Gute ist, er ist gedynamaxed. Und er kann nur eins unserer Pokémon, wenn, ausnocken. Aber damit ist die Frage beantwortet. Urshifu killt Tyranitar. Zumindest mit ein bisschen Chip-Damage vorher. Damit sind wir diese Episode 2-1 gegangen. Ich bin happy, dass das Internet heute nicht abgekackt ist. Und wir sind gerade mal 30 Minuten deep. Was heißt, die Episode wird sogar nicht mal mega lange dieses Mal. Bin ich happy drüber. Wir haben also endlich ein paar Pluspunkte gemacht auf der Ladder. Die ganzen DCs muss ich hier wieder ausgleichen. Wird eine harte Arbeit, wieder positiv von den Wins zu gehen. Ist halt ärgerlich, wenn das Internet nicht geht. Ihr wisst alle, wie es läuft. Ich kann ja mal ganz kurz hier noch hingehen und den Rang aktualisieren für euch, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen.
Nächste Episode spiele ich das gleiche Team hier noch einmal und danach switchen wir zu einem neuen Team, würde ich sagen. Wobei ich Urshifu gerne, also Wulaussu, gerne noch ein bisschen mehr ausprobieren möchte. Wir sind fast wieder da, wo wir angefangen haben. Stehen 5 zu 10. Nicht sonderlich geil, aber es könnte definitiv auch noch schlechter gehen. Dafür, dass wir halt ein random Team aus meinen Mons spielen. Wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keinen zukünftigen Content mehr zu verpassen. Ich bin raus. Wünsche euch, so wie immer, einen super tollen Tag und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.